Wir reagieren nun auf Martin Sonneborns vorerst letzte Rede im EU-Parlament. Warum die vorerst letzte Rede? Nun, er tritt bei den nächsten EU-Wahlen, die im Juni diesen Jahres stattfinden werden, wieder an. Und sollte die Partei auf 1% kommen, dann wird er wahrscheinlich ins nächste EU-Parlament einziehen. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass das nicht seine letzte Rede sein wird. Aber falls es die letzte ist, dann können wir uns ja trotzdem jetzt an ihr erfreuen. Mikro. Im Juni wird eine EU-Wahl veranstaltet, obwohl ihr Ergebnis längst feststeht. Denn die Leitlinien der Politik für die nächste Legislatur wurden bereits beschlossen. Sie erhalten ein rattenscharfes Selbstmordprogramm, das uns durch Handelsblockaden den Zugang zu erschwinglichen Rohstoffen und Produkten verwehrt, während es zeitgleich auf Aufrüstung, Verschuldung und Austerität setzt. Das Ergebnis kann nur die weitere Zertrümmerung der Wirtschaft und der Reste des Sozialstaats sein. Das ist präsidentslos. Den Europäern stehen die schlimmsten 5 Jahre ihres Lebens bevor und das auch noch mit Frau von der Leyen an der Spitze, Wirk, die trotz laufender Ermittlungen gegen sie einfach weitermachen wird. Wer diesen Irrsinn mit seiner Stimme zu legitimieren gedenkt, der hat die Kontrolle über sein demokratisches Leben verloren. Lasse sich niemand einreden, diese Wahl wäre zu wichtig, um kleine Parteien zu wählen. Sie ist zu wichtig, um die großen Parteien so weitermachen zu lassen wie bisher. Europa nicht den Laien überlassen. Vielen Dank. Das war jetzt die wahlkämpferischste Rede, die wir von Sonneborn bisher gehört haben. Also die polemischste, glaube ich. Also präsidentlos. Ich weiß gar nicht mehr, welcher. Ich glaube, das war Baerbock, die das gesagt hat. Also präsidentlos. Von der haben wir ja viele schöne Neologismen gelernt. Aber ja, gute Rede, gute Rede. Europa nicht den Laien überlassen. Dem kann man sich, glaube ich, anschließen. Auch diese klare Kritik am Wirtschaftskrieg. Aber die fährt Sonneborn ja schon länger. Also ich finde es auch gut, dass die Partei nicht in so eine Richtung wie die Grünen abgedriftet ist. Da wollte ja Nico Semschrott hin, der sich der grünen Fraktion angeschlossen hat. Ich finde es gut, dass Sonneborn stabil bleibt. Dirk Pohlmann hatte ja schon gesagt, den müssten wir eigentlich klonen und dann 30 Mal ins EU-Parlament schicken, damit da auch mal wirklich was aufgeklärt wird und es vorangeht. Aber ja, das geht leider nicht. Aber wir haben zumindest den einen Sonneborn und vielleicht kommt er ja auch ins nächste EU-Parlament.